hat man den Eindruck, wird das hier ein Spiel des FC Hansa Rostock. Spielen Sie Ihre Stärken aus. Es hat einen weiteren Wechsel gegeben. Plath ist bei den Rostockern im Spiel ein Mittelfeldregisseur. Sembolo. Furuholm läuft in Stellung. Furuholm sorgt für Spannung. Jetzt nur noch 1:2. Furuholm, der Torschütze. Dass er es dann natürlich eilig hat und sich den Ball sofort wieder schnappen möchte, ist klar, ist verständlich. Aber jetzt haben sie einen Angriff hervorragend ausgespielt. Und Furuholm, der ja auch lange Zeit Ladehemmungen hatte, macht das. Herrlich die Vorarbeit von Sembolo. Da waren sie ungeordnet, die Deckungsspieler des FC Hansa Rostock. Und Furuholm spürt natürlich ganz genau, hier ist ja noch alles möglich. 1:2 nur noch aus Sicht der Gastgeber. Und hier sieht man, wie eifrig, ja teilweise übermotiviert er dann auch ist. Aber das ist ja verständlich. Sie wollen das ja nicht auf sich beruhen lassen, dass es hier in diesem Jahr die erste Heimniederlage gibt. Aber das wird jetzt ein hochinteressantes Spiel, weil es jetzt Räume geben wird für den FC Hansa Rostock. Und da wissen sie eine ganze Menge mit anzufangen. Sören Bertram ist hier gefoult worden von Lukas Pegelo. Und jetzt hat der HFC die Möglichkeit auszugleichen, dieses Spiel noch einmal zu drehen. Zwei Elfmeter haben wir bisher gesehen. Beide sicher verwandelt von Halil Safran. Es gibt selbstverständlich Aufregung nach dieser Szene. Ziebig bekommt die gelbe Karte und auch Robin Krause vom FC Hansa Rostock. Und es wird das Duell Hanel gegen Sören Bertram. Bertram ist ein sicherer Elfmeterschütze, Freistoßspezialist. Der atmet jetzt noch einmal durch, pustet durch. Und der erfahrene Jörg Hanel, das 8. Jahr beim FC Hansa Rostock. Hat er die Nerven? Der Mittelfeldmann Sören Bertram, oder Stürmer ja heute, wenn man so will. Über die linke Seite ist er gekommen. Bertram gegen Hanel. Hanel war fast dran, aber es steht 2:2. Der HFC dreht diese Partie. 3 Elfmeter haben wir gesehen. Und dreimal waren die Schützen 1A oben auf. Zweimal Halil Safran, einmal Bertram. Dazwischen lag der Treffer von Furuholm. Und hier noch einmal in aller Ruhe. Er hat die Ecke geahnt, der Jörg Hanel. Aber der war platziert. Der war stark geschossen von Bertram. 2:2. Also das hat sie natürlich gewurmt, die Spieler des HFC, dass Rostock hier mit 2:0 in Führung ging, dass diese Serie möglicherweise nicht mehr Bestand haben könnte. Und jetzt kommt Lindenhahn in die Partie. Ja, auch ein Mann mit Hansa Rostock Vergangenheit, der war genauso wie Florian Brückmann mal in Rostock, hat dort die Fußballschule kennengelernt. Und er ist hier ja auch ein Publikumsliebling, Toni Lindenhahn. Und er wird, da bin ich mir sicher, für neuen Schwung sorgen können. Wenn wir vor allen Dingen auch Robert Roloffsen gesehen haben, den Trainer des FC Hansa Rostock, die letzten Minuten haben ihm gar nicht gefallen. Und es war eine Drucksituation. Der HFC hatte 2, 3 gute Möglichkeiten, sich erspielt, sich erarbeitet. Und dieses 2:2, das lag in der Luft. Vielleicht gibt es ja noch mehr. Vielleicht gibt es hier noch einen Sieger in Halle bei diesem Derby. Ziebig. Ziebig und der junge Max Christiansen. Der hatte sein Debüt im Übrigen noch unter Andreas Bergmann gegeben. Die Laune steigt im Block des HFC, im gesamten Stadion. Auch die Fans des FC Hansa Rostock.
applaudieren und unterstützen jetzt ihre Mannschaft. Spannende Phase in diesem Spiel. Hier ist alles möglich. Lindenhahn. Furuholm. Sembolo. Das kann der. Das kann der hervorragend. Und dann im Nachsetzen. 3:2 für den HFC. Welch eine super Einzelleistung von Sembolo. Da hat er einiges liegen gelassen in den ersten 45 Minuten. Und hier zeigt er, aus welchem Holz er geschnitzt ist. Frankie Sembolo, er war schon immer ein Wunschspieler von Sven Köhler. Und er hat ihn nicht enttäuscht. Furuholm. Und dann schusstechnisch ganz hervorragend. Und dann rückt er nach. Kein Abschalten, sondern die Situation erfasst. Macht im Tumult der Aktion genau das Richtige. 3:2 für Halle. Danach hat es lange nicht ausgesehen. Und das ist natürlich jetzt bitter für den FC Hansa Rostock. Vorteile für Halle in den ersten 45 Minuten. Die geben sich nicht geschlagen. Natürlich nicht. Und haben hier noch einmal diese große Möglichkeit. Und kommen jetzt zum Ausgleich in diesem verrückten Spiel. Rostock schafft es noch einmal zurückzukommen. Der HFC ist nicht in der Lage, dieses 3:2 über die Zeit zu bringen. Stellt sich nicht so clever an, wie wir das vorhin bei RB Leipzig gesehen haben, gegen Chemnitz. Und so gibt es noch ein Happy End für ihn, für Robert Rolofsen, den verantwortlichen Trainer, den Interimsmann. Und Hansa kommt auf diese Art und Weise, die wir uns jetzt noch einmal anschauen, zum Ausgleich, zum 3:3. David Blacher, wieder einmal der Torschütze vom Dienst beim FC Hansa Rostock. Der beste Torschütze, der 8-mal getroffen hat und auch hier erfolgreich ist in der Nachspielzeit. Und jetzt ist es hier mucksmäuschenstill. Da sind sie natürlich enttäuscht, die Anhänger, die Fans des HFC, die von ihren Plätzen aufgestanden waren, als es den Wechsel gab, als Sembolo rausging, der dieses 3:2 besorgt hat und Merkel hineinkam in diese Partie. Aber das ist jetzt natürlich bitter für Weiß-Rot, für die Gastgeber. Also hier war eine Menge drin in diesem Derby. Die Serie beim HFC bleibt bestehen. 4 Siege. Es ist das zweite Unentschieden zu Hause. Lindenhahn, der liegt gut. Lindenhahn macht. Das ist ja unglaublich. Der bekommt den maßgerecht auf den Stiefel. Der Lindenhahn gegen seinen ehemaligen Verein. Und bringt Halle wieder zurück auf die Straße der Sieger. Ein toller Treffer von Lindenhahn in diesem verrückten Spiel. Und da schaut der verdutzt hinterher, der Jörg Hahnl, der da gar nichts machen kann. Und der versteht jetzt die Fußballwelt nicht mehr, dass so etwas passieren kann. Da haben alle gedacht, das geht jetzt hier 3:3 aus. Aber er hat was dagegen, der Eingewechselte. Toni Lindenhahn mit diesem Prachttor. Oh, da haben wir einige wunderschöne Tore heute gesehen in dieser Konferenz. Auch bei RB Leipzig gegen den Chemnitzer FC. Und dann hier dieser Kulminationspunkt. Dieses 4:3 in der Nachspielzeit. Jetzt ist Schluss. Die Partie ist zu Ende. Das war der Höhepunkt. Das war der Knaller. Unglaublich. Man hat viel erlebt, sicherlich im Fußball, aber das kommt selten vor. Alle dachten, das geht 3:3 aus. Ja, immer noch ein gutes Resultat für den HFC. Vor allen Dingen die Art und Weise, wie sie dann zurückgekommen sind. Und dann packt der Lindenhahn noch einen aus. Das ist ja unfassbar. Unglaublich. Das war's hier in Halle. In diesem emotionalen Spiel. Wir wollen wieder Ruhe hineinbekommen in die Konferenz und rufen daher René Kindermann. René, bitte.
Ja, hier der ruhende Pol, wo die Mannschaft